mich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Metro Last Light. So, das Intro haben wir gerade schon gesehen, das habe ich euch eingeblendet. Und wir werden das Ganze, ja, blind zocken. Ich muss auch zugeben, den Vorgänger habe ich nicht gespielt, weil, ja, sagen wir es mal so, den Namen habe ich heute zum ersten Mal gehört, als ich mir das Spiel gekauft habe. Das sagt ja schon alles. Ich würde sagen, wir kontrollieren erstmal die Einstellung. Ich habe schon ein bisschen dran rumgefummelt, ein bisschen die Hauptlautstärke höher gesetzt und Musiklautstärke niedriger, damit das alles vielleicht ein bisschen balancierter ist. So, bei den Spieleinstellungen Untertitel eingestellt und jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch, die ganze neue Welt zu erkunden. Ich habe es noch nie gespielt, ich weiß nur, dass es eine Postapokalypse. Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Ja, hier sind wir. Also, es gibt diese Schwarzen. Das hört für mich so an, als wären das, ihr wisst schon, was für Menschen.
Aber, naja, so kann man sich täuschen, ne? Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Okay, es geht auch schon los. Was ist passiert? Scheiße. Steuerung, okay, so. Was kommt jetzt? Scheiße, Hallo? Oh. Was? Oh. Ach du Scheiße. Verschwinde, Alter. Okay. Waren das jetzt meine eigenen Leute? Artyom, wach auf, Artyom! Ich bin's, Karl! Albträume, was? Kein Wunder, nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Kann! Wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Ja, also unser Name ist anscheinend Artyom. Und wir haben ein Feuerzeug. Und ich glaube, jetzt können wir auch losgehen. Zum Glück war das gerade ein Traum. Ich dachte, was ging hier ab? So, wird hier einfach ins Spiel hier gestoßen und das war's oder was? Nein. Was haben wir hier? Oh ja, Musik. Kann ich die Platte da reinpacken? Kann ich? Nee, das geht leider nicht. Aber wir machen die Musik einfach wieder an. Was haben wir hier noch? Aha. Hä? Ach so, ich habe das Licht aus. Ah, ich habe das Licht ausgemacht, okay. Oh, das ist alles nur das Licht. Okay, wir spielen anscheinend auch Gitarre. Yeah. Grandios war es nicht. Naja. Was finden wir denn hier noch so Schönes? Ja, das ist ja nur die Musik, ne? Auch schon ganz geil. Mal sehen. Also ich würde sagen, ich mache das so, dass ich wirklich alle Ecken durchforste und euch alles biete, was es hier so gibt. Und ich glaube hier, was steht da? Wenn du dieses Symbol siehst, wurden deine Ziele im Journal aktualisiert, okay? Aha. Und dein Feuerzeug gebaut wurde. Licht. Oh, ich habe da eine Uhr. Und dein Journal zu öffnen, okay? Da steht da. Der Schwarze. Folge Khan zu eintreffen mit Miller. Okay, kriegen wir Lächeln. Kleine gemütliche Runde, die sie hier haben, ne? Was passiert hier so? Aha. Der Musik spielt Musik, ja, hört Musik. Ist auch perfekt, gerade wenn so ein Ausnahmezustand hier ausbricht, ist er gleich vorne.
Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Kannst mal sehen, ne? Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern. Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, bis die Welt da oben uns zurücknimmt. Hä? Was sollte das Licht? Naja. Wir gehen einfach mal weiter und gucken, was wir hier so haben. Patrouille da draußen die letzte sein. Hast du gehört, was mit Romanovs Gruppe passiert? Romanov? Ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanov war der Einzige, der dort lebendig ankam. Du verschaffst mich. Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schrimps sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Seitdem isst er nichts mehr und reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich hoffe, Romanov erwartet keine Antwort. Was zur Hölle sind Schrimps? Keine Ahnung. Wahrscheinlich waren das schwarze Männer, die ihn gekillt haben, da wir ja schon so ein Anhaltszeichen bekommen haben. Hier war auch eine Toilette. Was war das? Oh, wie geil. Fliegen, kann ich die Tür zumachen? Das ist doch eklig. Ah. Naja. Kann ich gar nicht erst rein? Naja, Hände waschen. Wer sollte das schon machen können? Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Streng dich mehr an. Halt den Rücken gerade. Auf was zielst du da? Auf das hier oder was? Das sieht gefährlich aus. Was ist das für ein Bierbauch? Na, brauchst du Feuer, Kollege? Verdammt, wer schlägt so zu? Hier kann man noch mit fast nichts interagieren, das finde ich ein bisschen schade. Und hier zum Beispiel der Koffer, da könnte, weiß nicht, ein Gummibärchen drin sein oder so. Irgendwas. Hallo, Kollege? Wach auf, kannst du mir ein bisschen was erzählen? Ich fackel dich auch nicht ab. Hab gehört, was du getan hast. Respekt, Mann. Kannst du nicht, ne? Hier, willst du Feuer? Man sagt, dass in den Sümpfen irgendeine Scheiße ist. Vielleicht sogar noch schlimmer als die Schwarzen. Geh da nicht hin. Noch schlimmer als die Schwarzen? Das war ein wirklich tolles Grillfest, das du da mit diesen Schwarzen veranstaltet hast. Was auch immer die Leute sagen, es war richtig von den Rangern, dich in den Orden aufzunehmen. Wir brauchen Männer wie dich. Ich bin halt cool. Coole Menschen braucht man halt. Da ist er. Unser Held. Ich habe auch gehört, dass Miller höchstpersönlich nach dir geschickt hat. Ja, das ist auch mein Auftrag. Du solltest zu Millers Büro gehen. Der Oberst ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Was ist das? Wenn ich das nur lesen könnte. Aber mal weitergehen. Langsam muss man rankommen. Ah, mein Kollege. Hallo Artyom. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Klingt logisch. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots.
Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Jawohl. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst die auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. So, so. Die Währung hier sind also Patronenkugeln. Spezielle Patronenkugeln anscheinend. Das heißt, wir werden die nicht verballern am besten. Ach, Auswahlmenü, okay. Yes, doch. Verstehe noch nicht. Naja. Okay, ah. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Licht? Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Oh, ah, sehr schön. Waffen. Können drei Waffen mitnehmen. Und welche? Das ist ganz was haben wir denn hier? Ventil. Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe für das Ziel. Ah, gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir denn noch? Eine Kalaschnikow. Aber du solltest dich nicht auf den falschen Fuß erwischen lassen, wenn sie etwas Vorkriegszeit wird in der Metro, auch wenn sie sehr verbreitet ist, wegen seiner Verlässlichkeit und Leistung sehr geschätzt. Ja. Dieses leichte klassische Vorkriegs-MG besitzt eine große Reichweite und ist ziemlich genau. Kann gleichzeitig aber auch lange Feuerschüsse abgeben. Ja. Bastard, ja. Eine MP, ja, sauber. Sieht aus, als wäre da einfach nur so eine kleine Glocke angebastelt worden. Ja. Diese primitive MP hat eine hohe Feuerrate, überhitzt und blockiert ihr schnell. Daher der Name der Waffe. Ah, okay. Was haben wir hier? Ein Tommler. Diese Trommelschrotflinte ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen. Auch bei mittlerer Entfernung ist sie noch sehr brauchbar. Aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Okay. Ich glaube, wir nehmen uns eine Kalaschnikow noch mit und eine einfach und zuverlässige, die in der Mitte gestellt wird. Sie hat eine große Stoppwirkung, aber tritt wie ein Esel. Okay. Nehmen wir hier am besten noch die Schrot mit. Schrotflinten sind immer gut, wenn man auf kurze Entfernung jemanden aufhalten will. Ersetzen, abgeben, anpassen. Diese Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringeren und mittleren Entfernungen einfacher, ohne jedoch zu viel von sich zu... Ah ja, das ist eigentlich ganz geil. Anbringen, ja. Ja, das müsste jetzt drauf sein. Mal sehen, was haben wir hier. Diese Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringen... Achso. Das ist genau dasselbe, ne? Hauen wir auch drauf. Was ist das? Schalldämpfer oder was? Tatsächlich. Nee, ohne Schalldämpfer ist besser. Was haben die? Okay, macht die Schrotflinte bei mittleren und großen Entfernungen effektiver, da die Streuung des Schrots verringert wird. Wer braucht das denn? Ich brauche das nicht. Unterdrückt das Mündungsfeuer und dämpft den Knall. Gleichzeitig wird die Streuung und Projektilgeschwindigkeit verringert, wodurch sich der Schaden erhöht. Und das bekomme ich jetzt einfach mal so. Okay. Zielfernrohr werde ich dafür nicht brauchen. Also gut, geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe hast. Ja, ist gut, möchtest. Ist gut. Ich gehe schon. Hey Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Aha, okay. Nehmen wir mal die zuerst. Oh, probier yes. Mitten auf die Brust der normalen Attrappe zu schießen. Guter Schuss. Jetzt.